Ich can only sleep at night, ich weiß. Zum Bäume fällen. Und dadurch, also ich finde den Mod recht gut, ist auch eigentlich keine Spielerleichterung. Ja, doch ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Weil er holt halt das ganze Holz raus. Was man eh gemacht hätte. Gut, bei größeren Bäumen ist halt der Vorteil, dass er dann wirklich alles Holz runterholt. Und auch, also dass wirklich nicht ein Block drinnen bleibt, wo dann der ganze Baum immer noch dasteht und nicht decayt. Das ist halt der Vorteil dran. Jetzt machen wir erstmal kurz Bubu. Mal kurzen Break. Bis gleich. So, Schnitt ist fertig. Ich bin noch auf F8. So. Ja, genau. Schlafen. Geschlafen. Ja, Timmermod. Ich finde den halt praktisch, dass man einfach wirklich hingehen kann und sagen, ja, ich muss wirklich nicht da mich noch hochstacken, um die restlichen zwei Blöcke aus dem Baum rauszuschlitzen. Damit ich auch sicher gehen kann, dass der Baum richtig decayt und nicht wirklich noch so ein kleines Popelding da oben hängt und dann fliegender Baum da ist. Weil da machen wir einfach hup und er ist weg. Und man kriegt halt das Holz raus. Also ich finde den vollkommen in Ordnung. Den gibt es auch als Plugin für einen Bucket-Server, habe ich gesehen. Da kann man aber halt noch mehr Sachen einstellen und das ist dann halt auch wieder, das ist dann für meine Sinn ein bisschen grenzwertig, weil dann gerade auch die Leaves runterkommen. Also die Bäume, hier sagt er mir, ach, das Laub runterkommt und halt die kompletten Säpplinge direkt. So, wieder zurück. Ja, den Shit habt ihr heute mal gesehen. Oder jetzt mal gesehen. Genau. Multiplayer. Da kann man halt viel einstellen, dass auch die Leaves runterkommen. Und im Zweifelsfall auch die Lianen. Und wie ihr seht, ich habe auch beim Shader-Mod jetzt das mit den Lianen drin. Oder mit den Waving Leaves. Hab mir gedacht, ayo, wenn schon nicht das Sonic Shader-Mod, dann wenigstens noch ein bisschen hier. Sollen trotzdem die Leaves ein bisschen wackeln. Wo waren wir sonst noch? Genau, da war auch noch eine Höhle, wo ich drinne war, aber da wollen wir jetzt mal nicht hin. Weil ich will mir jetzt noch ein bisschen dunkles Holz farmen gehen, solange die Sonne noch halb oben ist. Dann passt es, würde es ja passen. Oh genau, ich könnte ja auch den Baum endlich mal nach jetzt 55 oder, nee, jetzt sind wir schon bei 60 Folgen. Schätzungsweise bei dem Video, wo ich jetzt gerade hier aufnehme. Ja, 60 knapp. Jetzt muss ich nur an irgendeins davon rankommen. Ja, super. Ja, bei den Großen ist dann halt immer das Problem, die Holzblöcke müssen halt sich berühren, damit wirklich alles decayt oder halt alles abgehauen wird. Bei den Riesendingen ist halt trotzdem dann noch das Problem, dass man die Leaves abhauen muss, dass man wirklich an die Items rankommt. Sekunde. So, wieder da. Da kam gerade eine WhatsApp-Flut. Ich will jetzt mal hoffen, dass da keine Diskussion jetzt
So. Ich hoffe mal, jetzt vibriert es nicht weiter. Da ging fast wieder eine Diskussion los, aber die wurde jetzt hoffentlich abgewendet. Genau, man muss die Bäume und die Leaves halt abschlagen, damit die Blöcke trotzdem runterkommen. Bei so Riesendingern, wenn sie wirklich nicht alle aneinander hängen. Boah, jetzt muss ich mal kurz kicken. Genau. Da muss ich hin. Au. Essen. Muss mich regenerieren. Ach komm, von dem dazu macht es auch noch ein bisschen was. Das ist halt schon der Vorteil. Also im Singleplayer finde ich den Mod vollkommen in Ordnung. Weil ich hole mir jetzt ja auch keine Leaves und sonst irgendwas. Ich will einfach nur das Holz haben. Ich bin gerade echt zu blöd zum Rennen. Warte, wo muss ich jetzt nochmal lang? Genau, hier. Ja, so, das passt wunderbar. Da latscht man hier hoch. Und ja, dann hast... Da kriegst du halt, seht ihr ja, wie viel Holz ich jetzt schon habe. Ah ja, was jetzt auch noch eine Neuerung ist in den Snapshots, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Die Holzsorten haben unterschiedliche Namen. Sowohl Dschungelholz, das normale Holz, also das Laubholz, als auch Tanne und Fichte. Nicht Fichte. Ein bisschen windig. Nicht Fichte. Eiche, so rum. Haben eigene Namen bekommen. Treppen gibt es wie immer noch nur eine. Ja, da sieht man ja. Ach, da ist immer noch ein Ding, wo die Kate. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Zip. Komm. Und ja, das ist auch neu gekommen. Die Sandstone Slabs haben auch einen eigenen Namen bekommen. Also sämtliche. Oder nicht Slabs, die Sandstones an sich. Fup. Lalala. Ja, bei einem Urwald, also beim Dschungelbaum sind es halt recht viele Steinchen, wo dann runterkommen. Ja, und da oben sind immer noch welche. So. Ich würde jetzt hochfliegen, wenn ich könnte, aber da ich das nicht kann, weil kein Flymod drinne. Hi. So. Ah, da ist... Ich höre einen Zombie. Wieso höre ich hier einen Zombie? Ach, da brennt einer. Da ich ja keinen Flymod drinne habe... Oh, Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. Holz, 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 Holz. So, jetzt laufen wir mal oben rum weiter. Da kommt ja immer mehr Holz runter. Was, wie viel haben wir denn jetzt vom Dschungelholz? Knappe zwei... Jetzt haben wir dann wahrscheinlich die ganzen zwei ganze Stacks. Also ich, wie gesagt, ich finde den Mod cool.